Mein Name ist Friedrich Loog. Wir sind heute in Halle im Atelier von Rudolf Schäfer und wir begrüßen gleich Rudolf. Hallo. Hi. Und hier ist noch Gorbki. So, mit Hund. Genau. In den Keller, wie sich das gehört. Großartig. Für den Fotografen. Jetzt sind wir am wichtigsten Ort für das Projekt. In Vorbereitung der Ausstellung Reproduktion will uns heute Rudolf präsentieren, wie diese Platium-Prints dann in der Praxis umgesetzt werden. Ein Prozess, der ja sehr aufwendig und vielschichtig ist. Ihr seid heute nicht in irgendeinem altertümlichen Fotolabor, sondern ihr seid heute in dem exklusivsten Labor von, auf jeden Fall von Deutschland. In Europa gibt es, glaube ich, noch eins, wo man noch in der Lage ist, Bilder aus Platin und Palladium zu machen, so wie man das in etwa bis 1910 gemacht hat. Also das war schon auch damals nicht so einfach und auch nicht ganz gesund. Also ein Teil der Chemie ist schon gesundheitsschädlich, also wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht. Ich kann ja mal kurz einen Blick hier in den Giftschrank werfen lassen, weil das ist dann nicht so. Hier ist im Prinzip alles drin, was man braucht, um sowas zu machen. Das wird alles tropfenweise abgemessen und wird dann auch nach Tropfen gemischt in so ein kleines Gläschen rein. Eine Sache kann ich noch zeigen, das ist hier. Da drin ist zum Beispiel das Platinumsalz. So, das ist einfach so ein unscheinbares orangebraunes Salz. So, kostet das Gramm 600 Euro. Wie viel Gramm sind da noch drin? Da sind noch 5 Gramm drin. Oh. Ja, und das wird dann entsprechend in tropfenweise abgefüllt. Na, hier, guck mal, hast du dann so ein Ding. Dann machst du hier 1 Tropfen, 2 Tropfen, 3 Tropfen, 4 Tropfen, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da brauchst du im Regelfall so 20 Tropfen, das ist nicht sehr viel. Die werden in bestimmten Verhältnissen gemischt. Und aber wie viele Komponenten hast du dann da, die das du mischen musst? Im Moment, das ist jetzt immer von einem zum anderen ein bisschen unterschiedlich. Das sind 1, 2, 3, 4 Komponenten. Die eine ist völlig ungefährlich, das ist Wasser. Und dann gibt es verschiedene chemische Komponenten. Also wenn man das jetzt zusammenzählt, das sind dann 48 Tropfen. Und die reichen für ein Bild aus. Dafür müsste ich jetzt mal kurz das Licht ausmachen. Wir machen mal hier zu. So, guck mal. Hier ist so ein fertig beschichteter Bogen. Hier ist noch einer. Und das passiert hier mit dieser Maske und dann wird es hier unter das Negativ gelegt. Das Negativ kommt auf dieses Papier rauf, dann wird das zugemacht und mit Vakuum angepresst. Das dauert jetzt ein bisschen. So, siehst du, jetzt ist es drauf und jetzt kommt hier mein Labor, mein Prototyp-Modell. Diese Hölzer bestimmen einfach den Abstand jetzt von diesen UV-Lampen. So. Jetzt ist ja das Papier drin und wird jetzt von dem UV-Licht entsprechend belichtet. Das ist nichts für eilige Leute. Der ganze Vorgang jetzt ab jetzt, wo die Belichtung beginnt, bis dann der Druck fertig ist, dauert alles in allem fast 6 Stunden. Für einen Abzug? Für einen Abzug. Also man macht das natürlich dann so, dass man möglichst gleich noch einen macht, sodass man also eine bestimmte Prozessabfolge hat. Sodass du ein Motiv mit 3 Prints an einem Tag vielleicht, wenn es gut geht. Es ist jedenfalls immer wieder auch ein Abenteuer, weil das ganze System ist so sensibel, dass man nie weiß, läuft das gut durch oder kommen da wieder irgendwelche Fehler plötzlich
oder es ist dann ein Stück zu dunkel oder ein Stück zu hell oder was auch immer. Es ist im besten Sinne Alchemie. Das ist keine Chemie, die hier stattfindet. Das ist wirklich Alchemie. Also Platin oder Palladium ist null lichtempfindlich. Also es könnte 100 Jahre in die Sonne legen, da passiert nichts. Aber wenn das zusammen mit Eisen-3-Oxalat ist, das ist eine organische Verbindung, wird durch das Licht das Eisen-3-Oxalat zu Eisen-2 reduziert. Und das wiederum ist in der Lage, das Platinsalz oder Palladiumsalz in das Metall und den Säurerest zu reduzieren. Chemie, 5. Klasse. Gut. Und das ist der ganze Prozess. Hier sollte nur eins nicht sein, dass da jetzt irgendwie Luft dazwischen kommt, dass das irgendwie nicht dicht ist. Deswegen, die Pumpe springt hier immer an, wenn der Unterdruck, also das Vakuum, schwächer wird. Und um es wieder auf 100% zu bewegen. Jetzt demontieren wir unseren Prototyp hier. So. Und Maschine ausstellen. Schau mal, was jetzt hier ist. Das Bild musst du jetzt wässern, fixieren. Wird erstmal entwickelt. Das ist im Prinzip ein Prozess, der also aus diesem braunen, roten Zeugs hier schwarz macht. Und dann muss es entsprechend gewässert werden. Hauptsächlich müssen diese Reste, die hier ringsrum sind, ne, die müssen quasi vollständig aus dem Papier rausgelöst werden. Dann wird es getrocknet und das war's. Oh, der ist doch aber schon ganz schön geworden. Das kann man wirklich erst feststellen, wenn er wieder trocken ist. Zum Beispiel, wie jetzt das hier sich alles differenziert. Also die Mischungsverhältnisse deiner Tropfen, die das hast du in... Das spielt extrem eine Rolle und die musst du halt rauskriegen. Ja. Hier sind alles Proben. Das sind alles Sachen hier. Guck, so sieht's aus, wenn es zu hell ist. So sieht's aus, wenn es zu dunkel ist. Hier ist es ein bisschen weniger. Also hier sieht man so, die sind einfach zu dunkel. Und hier, guck mal, hier hat man also vollkommen zu lange belichtet hier. In dieser Belichtung muss es stimmen. Und man kann auch nichts irgendwie chemisch im Nachhinein anders machen, das geht nicht. Jetzt kommt meine Superwaffe, also der Reisebügler. Wenn ich das hier mitmache, wird dieses Bild plötzlich entwickelt. Ja, hier wird im Prinzip nichts weiter gemacht, als dass die Luftfeuchtigkeit im Papier wird geändert und das führt hier dazu, dass die Tonwerte sich entsprechend festigen. Aber du kannst nicht mehr nachentwickeln. Nee, das, was dann jetzt hier gemacht ist, ist gemacht. Aber das ist natürlich kein richtiger Vorgang. Jetzt müsste das fixiert werden und dann wird das ganze gelb-rote Zeug rausgelöst, aber das machen wir jetzt nicht. So sähe das dann, wenn das zu Ende geführt wird, aus. Aber du hast ja drei verschiedene Prints. Ja klar, das können wir hier vorne mal zeigen. Hier das Negativ, hier der eine Print, dann gibt es hier diesen Print. Und wie man sieht, die sind immer leicht unterschiedlich. Und hier der eigentlich beste Print, der aber einen Fehler hat. Hier, da ist ein Fleck drin. Aber ansonsten ein sehr schöner Print. Das ist jetzt mal im Schnelldurchlauf der Prozess und das Ergebnis von ungefähr 3-4 Monaten reinem Experiment. Hast du so ein Maskenset, was du dann irgendwie benutzen kannst für jedes Motiv? Ja, ich habe leider Gottes nicht alle aufgehoben. Ich ärgere mir die Platze, weil die hätte ich nicht nochmal machen müssen. Also ich mag das, wenn das halt eine saubere Begrenzung hat. Also ich müsste es auch nicht machen. Dann sähe es halt so aus wie hier. Dann hätte ich so eine Ränder, weißt du? Und das ist dann hast du hier die Pinselspuren. Das sind die fertig geschnittenen Bögen für einen Teil der Auflage. Schön. So, das ist das gute Reef Arch hier. Das kannst du gleich mal hier machen. Guck mal da. Da siehst du das Wasserzeichen. Und das ist jetzt vollkommen holzfrei. Das ist pure weiße Baumwolle. Kostet ein kleines Vermögen. Also die Konstruktion ist schlicht und ergreifend vom Schlosser zusammengeschweißt. Nach Zeichnungen. Und hier, das ist eine Vakuumpumpe. Das hier ist auch quasi eine neuere Konstruktion. So was Schickes gab es in der DDR nicht. Das ist alles jetzt keine Zauberei. Nur wenn du es brauchst und kaufen musst, dann wird die Sache
Also mit jedem Schritt wird es immer teurer. Und die Waage ist die Waage, mit der du dann das ist meine schönste Waage. Mit der kann ich 1000stel Gramm abwiegen. Weil zum Beispiel ein Zusatz, da brauche ich 0,2 Gramm pro 100 Milliliter. Ich zeig dir mal, wie viel 0,2 Gramm ist. So, hier. Schau mal, sieht das nicht schön aus? Und das hier, warte. Also das sind Milligramm hier. Das sind 20 Milligramm oder 0,02 Gramm. Und die Waage hier, wenn die richtig tariert ist, sollte das der Zeiger dann hier in der Mitte stehen. Und dann mal gucken, wenn sich das Ding nicht wirklich auf der Mitte einpendelt, muss ich auf der Seite, wo es zu leicht ist, das da drüben, ein Stück Papier hinschmeißen. Nach einer Weile ist es dann genau in der Mitte. Dann so wird sowas tariert, nicht elektronisch. So, dann machen wir mal 0,5 Gramm, 0,05, so rum. Siehst du? So, und jetzt das hier hin. Machen wir hoch, so, und jetzt diesen, 0,05, ja, das ist 0,1 und das ist 0,05. Das geht natürlich auch alles digital, aber so finde ich es schöner. Und es braucht keinen Strom. Gut, das ist diese Geschichte. Also ein Blatt Papier haben wir hier belichtet. Ich werde es dann verarbeiten, aber gucken wir mal, ob wir Glück hatten. Das wäre dann ein neuer Trick mit Dämpfen. Ich drücke die Daumen. Wie heißt es so schön? Nur die erfolgreichen Experimente interessieren. Genau. So, wollen wir rausgehen? Genau. Du bist ja in Gotha zur Welt gekommen. Hast Nein. Da nicht? In Herrenhof bei Gotha. Herrenhof bei Gotha. Und wie war dann der Weg nach Berlin und in die Fotografie hinein? Ja, also ursprünglich war ich für was ganz anderes bestimmt. Also der Herzenswunsch meiner Mutter war, dass ich Mediziner werde. Deswegen habe ich an der erweiterten Arnoldi-Oberschule Gotha einen Zweig belegt, wo man Latein und Altgriechisch und all solche Sachen lernt. Mhm. Das hat mir aber nicht gefallen. Ich wollte unbedingt irgendwie in die künstlerische Richtung. Du wolltest Malerei studieren? Oder nee, Zeichnen und Grafik. Mhm. Die haben dann geantwortet, dass ich wohl nicht geeignet bin. Mhm. Ja, und die einzige Variante, die dann noch offen blieb, war Werbeökonomie an der Fachschule für Werbung und Gestaltung in Berlin, Oberschweineöde. Also, Schöneweide. Ja. Oberschöneweide. Und das ich dann auch gemacht habe und bin nach Berlin gegangen und traf dann eine wunderbar inspirierende Kollegin, nämlich Gundula Schulze, die dann auch da angefangen hat zu studieren. Aber mir hat das alles nicht gefallen und somit habe ich mich selbst exmatrikuliert nach einem Semester und bin zum Fernsehen der DDR gegangen und habe eine hoffnungsvolle Karriere als Filmkameramensch angefangen. Und das fängt man in dem Fall als Assistent an. Mhm. Naja, und als Filmkameraassistent lernst du eigentlich alles, was mit im weitesten Sinne mit technischer Aufzeichnung zu tun hat. Also du weißt dann, was eine Blende, eine Belichtungszeit ist und Empfindlichkeit und so weiter. Das war eigentlich auch ein guter Schritt. Aber als ich dann dem Regisseur vom Polizeiruf 110 im Studio vor versammelter Drehmannschaft erzählt habe, was für ein beschissener Film das ist, den er da macht, war meine Karriere dort ziemlich schnell wieder beendet. Ich bin dann zum Rat der Stadt gegangen von Berlin und habe um eine Zulassung zur freiberuflichen Tätigkeit nachgesucht. Und so fing eigentlich dann alles an. Aber die eigentliche entscheidende Person, das will ich auf keinen Fall vergessen, war eine außerordentlich nette, kompetente Bildredakteurin. Und zwar, die arbeitete zu der Zeit beim Magazin, Brigitte Vogt. Der habe ich eine Tüte voller Fotos, meiner ersten Fotos, so 13 mal 18, und bekam dann die Antwort, wenn ich das nicht bekommen hätte, wäre mein Leben wahrscheinlich komplett anders verlaufen. Und sie sagte, ja, dieses Bild von Ihnen gefällt uns sehr gut. Und wir würden das gerne veröffentlichen auf Seite 2. Das war immer so das Intro vom Magazin.
Und ja, und so fing es dann eigentlich richtig an. Und wie bist du dann zur Sibylle gekommen? Weil das war ja dann so dein erster größerer, also Magazin und Sibylle als Auftraggeber. Ja, da bin ich einfach hingegangen. Und das waren doch alles noch völlig übersichtliche Bedingungen. Also da hat man doch nicht in einer langen Schlange von Bewerbern gestanden oder irgend sowas. Man war da ziemlich exklusiv immer. Zumal ja alle auch alle kannten und das ja ein ganz kleiner Kreis war. Das hat sich dann also recht schnell auch rumgesprochen. Da gibt's den, da gibt's den und der macht das. Es ist ja eher irgendwie ein angewandtes, sozusagen eine angewandte Karriere und noch nicht die künstlerische Intention. Zu der Zeit war man vollkommen vorne, wenn man in diesem angewandten Bereich unterwegs war. Da hat keiner von Kunst geredet. Es war immer irgendwie albern, wenn sich jemand für einen Künstler gehalten hat. Von den Fotografen? Ja. Wieso Künstler? Ich bin Fotograf. Also du warst im Endeffekt professioneller Fotograf in Brot und Butter bei zwei der renommiertesten Magazinen in Ostdeutschland und hast dann erst sozusagen ein Studium nochmal in Leipzig als Fernstudium begonnen, wo du dann Kunst gemacht hast. Obwohl, da hieß es immer noch nicht Kunst. Auch auf der Kunsthochschule nicht. Ja, auch auf der Kunsthochschule hieß das nicht. Das war ja auch das Problem für die Fotografen an der HGB in Leipzig, dass sie eben keine Künstler waren. Jedenfalls aus Sicht der Maler nicht. Im Grunde genommen haben wir dann eine relativ trotzige Haltung an den Tag gelegt und gesagt, dann leckt mich doch mal. Mir ist das völlig wurscht, was ich bin. Ich mache Bilder, basta. Ja. Und Leipzig war dann auch der Anlass für die Serie Reproduktion, die ja deine Abschlussarbeit. Das ist eine Arbeit, die während des Studiums entstanden ist und dann zur Abschlussarbeit geworden ist. Weil. Also es sind ja da im Endeffekt viele Prozesse, die ineinander fließen jetzt in deiner Biografie, die jetzt nicht dem heutigen Standard entspricht, studiere. Praktikum. Heute wäre ich nicht geworden. Ich wäre heute überhaupt nicht geworden, weil ich in diese Schubladen, die man heute sich so zurechtgelegt hat, nicht so ganz reinpasse. Und dieser konzeptuelle Ansatz, den man jetzt ja sozusagen aus diesem Werk rauslesen kann, der hat sich dann ja eigentlich auch erst in der Zeit oder in dem Werk selbst entwickelt. Also du hast dich ja nicht hingesetzt und hast vorher das Konzept formuliert, was du dann fotografisch bildlich illustriert hast, sondern du hast erst angefangen mit den Stadtbildern und dann sind die Totenporträts entstanden. Dann die Porträts und dann die Gruppenbilder und so hat sich hat eins ans andere angeschlossen oder ist ineinander übergegangen. Ich fand es ja auch interessant, mir war das gar nicht mehr so bewusst, aus dem Text von Stefan Ohren zu lesen, den Begriff der erweiterten Reproduktion, der ja in der Ideologie, sozusagen Staatsbürgerkundeunterricht hieß das ja, in der DDR eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das war ja dann so im Endeffekt wahrscheinlich auch so ein Spiel mit dem Apparat, sich auf der einen Seite anzulehnen, und auf der anderen Seite das allerdings auch irgendwie immer wieder ironisch zu unterlaufen. Wird genauso was gemeint. Es ist halt so, dass also was wir wirklich gut konnten in der SBZ, in der sowjetisch besetzten Zone, war zwischen den Zeilen zu erzählen. Also irgendwas so direkt politisch geradeaus hat man eigentlich nicht gesagt. Wenn man irgendwie das Gefühl hatte, das Leben sollte nicht im Gefängnis beschlossen werden, hat man das nicht gemacht. Und deswegen waren wir Meister darin, zwischen den Zeilen zu erzählen, was uns aber teilweise heute auf die Füße fällt. Weil die Interpretation der Bilder in dem Sinne, wie sie gemeint waren und inwieweit sie tatsächlich subversiv waren, das kann dann heute kaum noch einer lesen. Aber ehrlich gesagt, für mich war das dann auch wiederum zweitrangig, um es wie Arno Fischer zu sagen, mich interessieren nur gute Fotos. So. Und wie wurden die guten Fotos diskutiert oder woran machst du das gute Foto fest? Es ist eigentlich schon so, dass man eine gute Arbeit nicht erklären muss. Die vermittelt ihre Qualität aus sich selbst heraus und die braucht nicht unbedingt jetzt irgendwelche Werbefachleute, die die Message ans Volk bringen oder so. Mir scheint, dass wir da uns meistens bemüht haben, es so zu machen.
Und du hast ja dann auch noch parallel die russische Nacht fotografiert, die Reproduktion für die Sibylle Auftragsarbeiten. Den letzten Job habe ich kurz vor der Maueröffnung gemacht. Hört sich ja nach einem vollen Arbeitstag an. Ja, das ist ja das, was ich heute überhaupt nicht mehr verstehe. Wo haben wir um Gottes Willen die Zeit hergenommen, all das machen zu können? Und das Einzige, was mir einfällt, wir haben nicht so sehr viel Zeit vergeudet. Also wir waren nicht ewig und 3 Tage mit SMS schreiben und all so einem Zeug beschäftigt. Wir haben einfach Bilder gemacht, wenn Bilder gemacht werden sollten, und haben im Labor unter Umständen 48 Stunden gestanden, wenn es nötig war. Für die Reproduktion hast du ja dann angefangen, mit der Großbildkamera zu arbeiten, also auch die sozusagen Entwicklung in diesen ganzen, im Endeffekt historischen, technischen Prozess hinein. Der ist ja im Endeffekt sukzessive verlaufen. Zum einen irgendwie durch den Zufall, dass du so eine Kamera gekauft hast. Zum anderen, dass du dann diese Totenporträts fotografiert hast und damit verbunden dann die Idee entwickelt, das als Platium-Print produzieren. Das letzte Bild ist damit dann ein Bild für die Ewigkeit geworden. Ja. Wenn ich es jetzt so detailliert darstelle, es gibt nichts in meiner Arbeit, was kein Konzept wäre. Aber das habe ich mir nie irgendwie ausgedacht. Das hat sich alles entwickelt. Ich habe mich nicht hingesetzt und ich muss jetzt das und das machen oder irgend sowas, sondern das hat sich wirklich entwickelt. Nur, dass manchmal die Konzepte eben aus völlig anderen Beweggründen entstanden sind und auch existieren als heute Konzepte. Heute gibt es ja nicht umsonst den Begriff Konzeptkunst. Das gab es in dieser Zeit so nicht. Da gab es zwar einen Herrn Beuys, der dann gesagt hat, es gibt zwar auch nur Künstler, die nur in der DDR gut sind, was eine absolute Frechheit ist. Also nett waren unsere Kolleginnen und Kollegen im Westen sowieso nicht. Die waren ganz normale Mitkonkurrenten. Und wenn sie das Gefühl hatten, der Typ oder die Frau ist keinesfalls Konkurrenz, dann waren sie auch nett. Du bist ja dann auch zur Konkurrenz aufgestiegen mit dem Erfolg in Aal. Wie kam das dann eigentlich, dass die Bilder in Aal gezeigt wurden? Das ist einfach nur dem Zufall zu verdanken, dass die Franzosen ein völlig anderes Verhältnis zur DDR hatten, weil die haben die DDR anerkannt. Und deswegen gab es unter Linden ein Kulturzentrum, nicht nur in West-Berlin, das Institut Français, sondern noch eins eben unter den Linden. Und der Direktor von diesem Kulturzentrum war fotoaffin. Ja. Und der stand eines Tages mit dem Direktor von Aal bei mir vor der Tür und sagt, wir wollen mal gucken, was du so machst. Und dann lagen da zufälligerweise die ersten Prints. Von den toten Gesichtern da, ja. Aber was war denn der Ausschlag, da in die Pathologie zu gehen und eigentlich eine spezielle Situation. Wir saßen, also es kam nicht oft vor, dass Kolleginnen und Kollegen so im Kreis zu sich schon getroffen haben und mal über Gott und die Welt geplaudert. Und da gab es eine Diskussion, da ging es um die Frage, wann ist eigentlich ein Porträt wirklich das, was man sich erhofft, ein Porträt sein sollte? Kann ein Porträt zum Beispiel wirklich Auskunft über die Persönlichkeit, also ein fotografisches Porträt, Auskunft über die Persönlichkeit geben? Kann ein Porträt tatsächlich den Charakter eines Menschen irgendwie abbilden? Und da habe ich dann, weil ich auch immer gerne provoziere, gesagt, naja, das ist eigentlich alles für Mumpitz. Wie soll etwas abbilden oder charakterisieren, wo sich doch der Gesichtsausdruck oder die Mimik eines Gesichtes innerhalb von einer Sekunde mindestens 20 Mal ändert, was überhaupt keiner sieht, so wie ich jetzt. Wie soll das gehen? Es würde doch nur gehen, wenn das alles angehalten wird. Und da war zufälligerweise eine Medizinerin dabei in dieser Diskussion und die sagte, naja, da musst du halt Tote fotografieren. So ist es dazu gekommen. Und es war eine rein künstlerisch-fotografische Diskussion. Diese Medizinerin arbeitete zu der Zeit an der Charité. Und sie sagte, da musst du zum Pato-Institut gehen und fragen, ob du da arbeiten darfst. Und da war ich am Freitagnachmittag etwa dem im Institut. Also der Typ sagte dann zu mir, warten Sie mal eine Minute, und griff zum Telefon. Also ich rede jetzt vom Direktor der Pathologie. Griff zum Telefon und sagte, Meier oder Schulz, oder ich habe den Namen vergessen, kommen Sie mal hoch.
Dann mal kurze Zeit später ging die Tür auf und da stand ein junger Pathologieassistent in der Tür und sagte, hier, wir haben hier so einen Künstler, der will bei uns fotografieren, der interessiert sich für die Toten. Und da sagt er so, ja, wir machen das jetzt so. Sie kommen am Montag früh um 7, da beginnen bei uns die Sektion. Dann nehmen Sie an den Sektionen teil. Ich werde Ihnen eine Kollegin an Ihre Seite stellen, also eine Pathologieärztin, ja, die Ihnen das da also alles erklärt. Und wenn Sie danach immer noch wollen, sind Sie gerne willkommen. Mhm. So lief das ab. Naja, das war dann schon ein ziemlich harter Termin. Mhm. Und denn so schick, wie das heute da jetzt aussieht und wie man es auch aus Filmen kennt, war das nicht. Das war ein ziemlich, sagen wir mal, rustikaler Laden. Mhm. Die Toten waren übereinander gestapelt auf einer Bahre, weil sie nicht genug Bahren hatten. Und überall standen Präparate rum, also eine Lunge oder ein abgesägter Fuß oder weiß ich nicht was. Diese Pathologieärztin, die mir zugeordnet war, die hat mich gerettet. Mhm. Die hat mir fein säuberlich erklärt, nachdem sie den Thorax geöffnet hatte und das Herz entnommen, sie hat es dann so in der Hand gehabt, hat sie mir erklärt, warum dieses Herz gestorben ist. Also, so hier, jetzt stehen Sie, gucken Sie da, die Herzkranzgefäße sind hier an der Stelle extrem verengt und irgendwann hat das nicht mehr gereicht, um den Muskel zu versorgen. Und das hat mich quasi aufgerichtet und so hat es alles angefangen. Und wie oft bist du dann da zum Fotografieren gewesen? War das sozusagen eine Session oder bist du dann da? Nein, ich habe ein Vierteljahr lang da gearbeitet, also fast jeden Tag. Und die Inszenierung von den Porträts, die wurde... Da habe ich überhaupt nichts gemacht. Die wurde dann von den Assistenten mehr oder weniger vorgenommen. Die Assistenten, die sind eigentlich ziemlich liebevoll mit den Verstorbenen da umgegangen. Wenn die total zerzauste Haare hatten, hatten sie irgendwo ein Kamm her organisiert und haben die gekämmt oder irgend sowas. Aber mehr ist da nicht passiert, weil die waren ja nackt. Teilweise war auch schon der Schädel geöffnet worden. Das sieht man auf einigen oder zwei, drei Bildern sieht man das, wenn man weiß, dass das zu sehen ist. Was die wenigsten Leute wissen ist, wenn ich in eine Uniklinik mich in die Behandlung begebe und da wirklich stationär eingewiesen werde und dort versterbe, habe ich automatisch die Genehmigung erteilt, dass mein Körper für die wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung gestellt ist. Jedenfalls war es zu der Zeit so. Urheberrechte und mit solchen Themen hast du dann da auch nie Probleme gehabt? Da habe ich nie Probleme gehabt, weil, wie gesagt, ein Verstorbener war in der DDR eine Sache. Also du musstest dann auch nicht mit irgendwie Angehörigen nochmal... Wo es ging, habe ich es gemacht und es war aber nicht zwingend nötig. Die am meisten davon betroffen waren, waren eigentlich die Mitarbeiter dort. Also die ersten Bilder gesehen haben, wurden sie ganz still. Weil du arbeitest da nicht, ohne selber einen inneren Schutzwall hochzufahren, um dich selber zu schützen. Ja. Und der wird dann in dem Moment durchbrochen, weil so wie die Ärztin, was ich erzählt habe, mir das erklärt hat, das war kein Mensch, das war eine Angina pectoris. Hm. Und das war die Aorta und all sowas. Auf diese Sachen wird es reduziert und damit kann man umgehen. Hm. Also sich jedes Mal die Tragik eines Verstorbenen auf den Schoß zu holen, das würde kein Mensch wirklich aushalten. Der Begriff der Würde, jetzt auch in der Inszenierung, war jetzt nicht ein Thema, was da diskutiert wurde in gewisser Weise, sondern... Als Sie die ersten Fotos gesehen haben, da kam der Spruch, es stimmt ja doch, die Würde ist unantastbar. Und das war... für mich eigentlich die Bestätigung, dass wir da etwas gemacht haben, was auf dem richtigen Weg ist. Und sind diese Kapitel dann abgeschlossen, nacheinander entstanden? Oder ist das alles, hat das dann sozusagen auch zeitlich noch ineinander gegriffen? Also du hast mit den Stadtbildern angefangen und die dann auch noch weiter? Die liefen bis zum Schluss weiter. Wie zum Beispiel die Sprengung der Gasometer am Bahnhof Prenzlauer Allee. Und da waren zum Beispiel die Totengesichter schon lange abgeschlossen. Die Arbeit vom Gasometer, war die dann auch mit in der Ausstellung beim Orient? Nee, war nicht, weil da waren nur Bilder, wie das alles noch ganz war. Weil diese Sprengung kam auch erst nach dieser Ausstellung.
Die war ja auch eine Sache, die zu der Zeit heiß diskutiert wurde und durchaus auch viele Kontroversen in sich geborgen hat. Klar. Also wir waren nicht in der zeitlichen Verlegenheit, da entscheiden zu müssen. Das dröselt sich ja über die Untertitel auf. Also Reproduktion, dann kommt Kriegsspuren, dann kommen die Totengesichter. Und das hat ja Orend eigentlich in seinem Text auch ganz schön aufgedröselt. Dann die Porträts, dann die Gruppen und dann eben die Stadt. Und das ist ja nicht irgendeine Stadt, das ist Ost-Berlin und der Prenzlauer Berg, welcher als kultureller Ort zu dieser Zeit auch eine besondere Bedeutung hat. Wenn man sich so wundert, wieso hat denn Chagall mit dem zusammengearbeitet und so weiter, das war dort auch nicht anders. Also die Leute, die da gleich... Du wohntest halt um die Ecke. Ja, also. Und wir haben zusammen gelebt und wir haben auch zusammen gearbeitet. Manchmal haben wir auch gegeneinander gearbeitet, aber im Großen und Ganzen kannte jeder jeden. Deswegen war auch dieser Begriff Reproduktion doppeldeutig gemeint, von Anfang an, eben auch... ein bisschen so gegen den Stachel pieksen, weil aus Sicht der klassischen Bildkünste waren wir Fotografen ja sowieso nur Handwerker. Genau. Wir haben nur reproduziert. Das war ein Punkt, das dann sagen, na gut, dann heißt das jetzt eben Reproduktion. Und andererseits war es natürlich auch so, dass wir ganz deutlich versucht haben, nicht ganz erkenntnistheoretisch bescheuert durch die Welt zu kommen. Egal wie man es dreht und wie man es wendet. Dieses Bild, was ich zu dieser Zeit gezeichnet habe, in den Jahren 1979 bis alles in allem 84, war ein Bild von einer Gesellschaft, wie sie eigentlich nicht gewollt war sowieso, also das mochte man, also von Seiten der Regierung und so weiter, konnte man dieses Bild von Ost-Berlin gar nicht leiten, da konnte man nur den Palast der Republik leiten. Die Kollektive, die du fotografiert hast, ja, die waren ja dann doch durchaus... Ja, aber nur eins. Es war im Grunde genommen natürlich in vielen Fällen so, dass da die Parteikreisleitung gesagt hätte, na, das sind doch nicht unsere Menschen. Weil die hatten dann immer so eine Formulierung, so sehen unsere Bürger nicht aus, so sehen unsere Menschen nicht aus. Die Verwendung des Begriffs Reproduktion ist also wirklich sehr vielschichtig und auf jeden Fall auch provokativ, und zwar in alle Richtungen. Provokativ in Richtung der Fotografen, die Künstler sein wollten in dieser Zeit, provokativ in Richtung der Leute, die also gemeint haben, dass der Sozialismus sozusagen die Wiederherstellung der menschlichen Gesellschaft auf einem höheren Niveau ist. Ich dachte mir andererseits, es ist wahrscheinlich auch so, dass glücklicherweise die Leute gar nicht so viel nachdenken und es hat keiner mitgekriegt, was ich da eigentlich gemeint habe. Aber wie war dann die Reaktion oder Rezension? Also gab es da Presse? Es gab einen anständigen kleinen Artikel in der Berliner Zeitung, wo auch ein oder zwei Bilder aus dem Prenzlauer Berg reproduziert wurden und wo die Ausstellung bei Stefan Orend in der Galerie Sophienstraße entsprechend gewürdigt wurde. Also ganz so schlimm war es dann doch nicht. Wie kam eigentlich der Kontakt zu Stefan Orend zustande? Hattest du den schon? Das länger? Ging über Gundula Schulz. Ah, okay. Weil der war zu der Zeit der Lover von Gundula. Wie hat sich diese Zusammenarbeit, war das dann für dich irgendwann klar, da gibt es einen Ausstellungsort und dann muss die Serie auch irgendwann mal ein Ende? Wenn ich sage, einerseits, ich mache fast nichts ohne Konzept, aber ich habe keins. Ja. Erstmal habe ich keins, das entwickelt sich immer. Also ich setze mich nicht hin und denke mir was aus und das setze ich dann um, sondern es ist immer so ein Wechselprozess. Und in der Ausstellung selbst, hat er da irgendwie auch eingegriffen oder hat er dich hängen und machen? Abgesehen davon, das Raster war ja klar, das sind diese 5 Kapitel. Und als ich da gesagt habe, weißt du was, wir machen noch einen kleinen Katalog, da sagt er, ja, das müssen wir unbedingt machen. Jetzt muss man sich mal überlegen, es war nicht möglich in der ehemaligen DDR irgendeine Art von Publikation zu machen. Ich bin schon gar nicht privat und wie auch immer. Also entweder hat das ein staatlicher Verlag gemacht, oder eine Organisation, so wie der Kulturbund oder ähnliche Sachen. Aber so, dass einfach einer sagt, ach, ich mache mal ein Büchlein oder ein Katalogchen oder so, das war ausgeschlossen. Und das ging einfach über ein simples Prinzip. Man brauchte eine Druckgenehmigung, sonst durfte man gar nicht machen. Und eine Druckgenehmigung hast du nur gekriegt, wenn du Papier hattest.
Und wenn du Papier hattest, hast du auch eine Druckgenehmigung gekriegt. Und wo hattest du das Papier her? Ich hatte weder Papier noch eine Druckgenehmigung, sondern ich hatte einen guten Bekannten in der Zeit, der war der Chef der Berufsschuldruckerei vom Neuen Deutschland, also von der Parteizeitung. Und der hat gesagt, ach, wir haben da noch eine Palette stehen, die können wir doch dafür verwenden. Und da in dem eigentlichen Katalog kein Text war, es waren nur Bilder mit Unterschriften. Ach, die Texte waren ja nur die Einleger. Ja, und, diese, und das hat die Galerie gemacht. Ah ja. Es ist also sozusagen zwei Genehmigungsebenen gelaufen. Ich glaube, es ist der einzige Katalog, der in der ehemaligen DDR rausgekommen ist, der wirklich den Begriff privat und freie Produktion verdient. Und das war 1984. Immerhin war zu der Zeit noch nicht so dran zu denken. Der Erlös ging zu 50% in den Fonds zum Wiederaufbau der jüdischen Synagoge in der Oranienburger Straße und zu 50% an den evangelischen Kindergarten Berlin-Heinersdorf. Also ich habe das sozusagen multikonfessionell gespendet. Das sind so alles so Aktionen, die man da gemacht hat, weil eigentlich haben wir was gemacht, was unmöglich war. Und wie man sieht, mit ein bisschen Glück geht manches. Ich denke, das war jetzt der Schluss. Ja, das war ein schöner Abschluss.